Um das zu befriedigen, bietet BMW mit dem Protection nun eine Light-Version bekannter Sicherheitslimousinen. Der Fahrer nimmt Platz in einem schusssicheren Käfig aus Kunststoffen und Panzerglas. Alle Außenwände der Fahrgastzelle, ausgenommen die Bodenplatten, wurden mit neu entwickelten Aramidfasermatten ausgekleidet. Die Aramidfasern ersetzen die bisher gebräuchlichen Metallplatten. Die Folge: bis zu 40% Gewichtsersparnis. Auch bei der Sicherheitsverglasung setzen die Entwickler auf die Kombination verschiedener Materialien. Zum einen haben wir in dem oberen Bereich einen Verbund zwischen Stahl und Glas realisiert, der uns ermöglicht, auf kostengünstigerweise den normalen serienmäßigen Türrahmen in dem oberen Bereich zu belassen. Fällen vor Splittern geschützt. Zwei zusätzliche Sicherheitsairbags im Fond erhöhen die passive Sicherheit. Als Sonderausstattung sind Reifen mit Notlaufeigenschaften und eine Wechselsprechanlage erhältlich. Durch Mikros in den Außenspiegeln können alle Insassen mit ihrer Umgebung kommunizieren. Alles in allem sind sie bei einem Angriff mit Faustfeuerwaffen bis Kaliber 44 Magnum geschützt, zumindest wenn es beim ersten Schuss bleibt. Bei einem zweiten Treffer an derselben Stelle kann das Material versagen. Gleiches gilt für durchaus gebräuchliche Waffen größeren Kalibers. Schutz gegen Attacken dieser Art bieten nach wie vor nur Individuallösungen, wie die 7er Security Line. Für die muss der Kunde mit mindestens 500.000 Mark jedoch beträchtlich tiefer in die Tasche greifen. Deswegen sieht man bei BMW Vorteile gegenüber stärker gepanzerten Limousinen. Die Vorteile dieser Limousine liegen eindeutig in dem niedrigen Mehrgewicht und in dem deutlich kostengünstigen Konzept. Das heißt also, der Kosten-Nutzen in diesem Fahrzeug ist einmalig. Ein Schutz gegen Schusswaffen größeren Kalibers würde den hohen Mehrpreis nicht rechtfertigen, der den Kunden dadurch entstehen würde. Nur 130 Kilogramm Mehrgewicht liegen zwischen dem Protection und der Basisversion. Die Fahrleistungen wie Beschleunigung, Bremsweg und auch Handling bleiben fast unverändert. Die Höchstgeschwindigkeit liegt, wie gehabt, bei 250 Kilometer pro Stunde. So bietet das Fahrzeug die Möglichkeit, bei einem ersten Anschlag standzuhalten und sich anschließend zügig aus dem Staub zu machen.